Prost. Herzlich willkommen zum Galaktischen Beobachter. Wir sind der Philipp. Und ich bin der Christian. Heute ohne Peter, der ist irgendwie beim Skifahren oder so. Der ist schon länger nichts von uns gehört. Wir wollten ein kurzes Update machen, was hier so in Philipp und Christian Welt vor sich geht. Und was wir so geplant haben für die nächste Zeit. Und euch damit ein bisschen unterhalten. Wir haben verschiedene Themen für heute. Unser erstes Thema ist unser Event, das jetzt demnächst stattfinden wird. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen über, was wir so in letzter Zeit gemacht haben. Und dann werden wir noch ein bisschen über so ein Mortalis reden, was wir jetzt ein paar Mal gespielt haben und euch unsere Eindrücke mitteilen. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Perfekt. Fantastisch. Gut. So, ja, War dann ja fangen auch wir der an. fünfte Take, also. Ja, klar. ja, dann fangen wir mal an mit unserem Event. Das wird jetzt, ich weiß gar nicht genau, im April, ich glaube 13., 14. April, irgendwie so, hier in Mering sein. Da haben wir die Mehrzweckhalle gemietet. Also Und das ist ganz in der Nähe von Augsburg. ja, genau, in Mering bei Augsburg. Es gibt ja mehrere Meringe, Meringes, Merings. Ich glaube, das heißt Meringe. Ja, wahrscheinlich. Jedenfalls haben wir da jetzt ein Event für. Ich glaube, 24 Teilnehmer habe ich es ausgeschrieben. Wir werden zusätzlich zu den Horus Heresy Spieltischen auch noch einen schönen Spieltisch haben für Legions Imperialis oder Adeptus Titanicus, dass man das Us vom Titanicus schon in das Imperialis hineingerutscht. Und einen Spieltisch für Battlefleet Gothic Heresy dazu und ein paar Zone Mortalis-Tische. Wir haben schon angefangen mit einer netten Hintergrundgeschichte für die Kampagne. Die könnt ihr euch auf Veterans of Terra herunterladen, genauso wie die Regeln für das Event. Und im Moment bastel ich gerade an einer großen Kampagnenkarte. Da bin ich schon relativ weit. Anmeldung über T3 solltest du noch nicht Anmeldung erwähnt haben. Über Tabletop-Turniere, über T3, genau. Und wir freuen uns, wenn sich von euch noch ein paar anmelden oder kurz- oder mittelfristig, sagt man das vorweg, dafür entscheiden, uns vielleicht noch zu besuchen, weil wir jetzt schon recht viele Teilnehmer haben. Genau, das ist das. Und also im Worst Case, wenn jemand sagt, ja, ich mache schon seit einiger Zeit im 40k-Bereich und interessiere mich für Horus Heresy, aber ich habe zum Beispiel noch nicht genügend bemalte Modelle, kann man trotzdem einfach vorbeischauen. Aus solches, wenn wir das vorher wissen, wir hätten noch genügend zusätzliche Armeen, um zumindest mal zum Beispiel Zone Mortalis mitspielen zu können und sich kleine Regelauffrischung und Erklärung geben zu können, das wäre auch kein Problem. Ich könnte auch problemlos 3000 Punkte, 1000 Suns stellen oder Mechanikum, wenn jemand das will, zum Ausleihen. Ja, und du sowieso, du kannst ja quasi so gut wie alles. Also ich kann mehr Legionen stellen, als mir fehlen, aber jetzt von den Fringe-Sachen, also zum Beispiel habe ich kein Mechanikum oder so gut wie keins und Aber Militia hast du bergeweise. das schon, Ja, ja. das schon. Aber das ist jetzt für ein Event, da sitzt man dann sehr lange am Schieben Da als braucht man solches. diese kleinen Movement Trays. Apropos Movement Genau, Trays. eine schöne Überleitung. Ich habe schon auf diese Überleitung gewartet. Also, ja. Also ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel, also jetzt auch schon bevor es rauskam, mein Augenmerk mehr ein bisschen auf Warhammer Fantasy Battles und jetzt Old World gerichtet und habe fleißig Altbestände hergerichtet, Sachen gekauft und habe jetzt ganz schön viel Zeug irgendwie angesammelt und das meiste davon ist auch bemalt. Also ich habe jetzt irgendwie eine dicke Zwergenarmee und im Augenblick habe ich aber gerade immer Lust, an Goblins rumzumalen und dann habe ich ja noch die Barrow White Untoten und dann habe ich noch Khemri. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Genau. Und Dunkelelfen sind da auch noch irgendwo. Also ich konzentriere mich nur auf drei Armeen, und zwar in der Tat Dunkelelfen,
wobei ich da in erster Linie nur umbasen muss, beziehungsweise die passenden Movement Trays, um die von 25 mm auf 30 mm zu bringen. Oder von 20 auf 25, meinst du? Genau so ist es, ja. 25 auf 30 wären irgendwie Orks oder sowas. Aber da mache ich vorerst mal nichts. Also da habe ich viele von den Metall-Orks vor, jetzt sag 6 Jahren, über eBay vertickt, bis auf so ein paar Reste. Aber zweite wäre natürlich Imperium, weil ich die immer schon gespielt habe als damalige. Ich kann mich gut erinnern. Ja. Da habe ich am Anfang gedacht, ja, das sind eigentlich gar nicht so viele, hatte dann aber noch irgendwie 2 Schubladen übersehen, wo noch. Weil das Gros hatte ich schon, also auf großen, ich habe meistens dann eben so Tabletts, die bei mir im Keller aufgereiht sind. Also da hatte ich eins für Kavallerie und eins für Infanterie, aber dann waren eben noch diverse Freischärler, weite Kavallerie und so weiter und 2 von den metallenen Steam Tanks und so weiter waren anderweitig umgebaut. Und was ich natürlich ganz gerne wieder ins Feld führen würde, wären meine Oger. Ja. Da habe ich aber jetzt, keine Ahnung, sagen wir nach alter Lesart waren das halt so also 2000 Punkte. Viel mehr sind es nicht, aber da merkt man auch, was ich jetzt zum Beispiel bei den vielen von den Imperialen, die sind nach jetziger Wahrnehmung sauber Battlefield-ready bemalt, aber da sind wenig Highlights oder Verfeinerungen, wobei die Modelle, die sind auch gar nicht so groß. Nee, also da merkt man schon in Relation zu, wenn ich jetzt sage Space Marines, ist da schon deutlich weniger Masse vorhanden. Die Dunkelelfen sind schon ein bisschen variantenreicher bemalt, wobei ich mir auch mehr Mühe gegeben hatte bei den ganzen Vampir-Fürst-Skeletten. Mhm. Das sind nämlich bei mir meistens entweder Dunkelelfen oder Hochelfen-Modelle in einem gleichartigen Farbschema mit Skelettköpfen und Händen mit den dementsprechenden Speeren und so weiter. Und die Oger habe ich als letztes bemalt, da hatte ich mir ganz offensichtlich am meisten, will ich sagen, Mühe gegeben, aber die haben schon ein bisschen mehr Varianten, auch was die Hautfarbe anbelangt oder dergleichen. Mhm. Leider hat man sich damals nie die Farben als solches irgendwo notiert, wo man sagen könnte, okay... Ja, die meisten von den Farben gibt es gar nicht mehr. Das wäre jetzt mein nächster Einwurf gewesen. Naja, da gibt es ja diese schönen Tabellen, wo man dann sieht, okay, damalige Goblin Green, kennen wir noch aus den 80er, 90er Jahren, ist jetzt, keine Ahnung, was irgendwas ist für eine Farbe am ehesten. Nee, Snot Green war auch eine alte Farbe. Genau. Ja, also da, wobei, ich weiß nicht, haben in Augsburg schon viele Leute gespielt? Oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine sozialen Kontakte in letzter Zeit. Ja, also ich habe jetzt nicht umgebased als solches, aber uns wurde ja nach, ihr habt ja so ein bisschen mal aus der Taufe gehoben, ich weiß nicht, 6. oder 7. Edition, so vor 2 Jahren. Da ging so ein bisschen was. Ja. Als solches, da habe ich einmal gegen, ich glaube, den Jan gespielt oder sowas und auch mal gegen den Christoph oder sowas. Ja, der hat 2 Spiele gemacht. Das ist der Grund, warum ich meine Modelle jetzt nicht umbase, außer welche, bei denen es nicht anders geht, wie jetzt bei Whites oder so. Mhm. Weil ich mir einfach diese Movement Trays ausgedruckt habe mit den Spacern dazwischen. Genau, ja. Und dann kann ich nach wie vor immer noch 6. spielen, wenn ich Bock habe, ohne dass es irgendwie ein Problem ist. Und das hat relativ gut funktioniert, schaut auch ganz nett aus. Ich muss jetzt die Movement Trays halt auch noch bemalen. Jetzt habe ich ewig viele Gobbos entgratet in letzter Zeit, weil ich mir halt immer auf eBay irgendwie die billigen davon Schlacht vom Schädelpass hol. Ah, okay. Ja, weil bei denen musst du nicht so viel machen. Da musst du einmal mit dem Messer außen rum und grad runter und dann sind die eigentlich schon gut. Ja, die sind sehr comic-mäßig. Ich finde da auch die Nachtgoblins oder sowas, die sind schon fast gerade ikonisch. Wobei die natürlich jetzt auch, obwohl die jetzt schon 20 Jahre auf dem Buckel haben, sind die immer noch viel moderner als irgendwelche Metallmodelle von 1986 oder sowas. Also da tut sich schon viel und die Qualität ist schon gut, wobei die sind schon im Vergleich wirklich klein. Also da sehe ich die jetzt gar nicht so auf 25 mm Basis als solches. Ja, ich denke, die Imperialen als solches oder auch die Dunkelelfen, die wirken auch auf 25 mm Basis ganz gut. Da haben auch die Möglichkeit, so ein bisschen mehr Base-Gestaltung zu machen oder sowas. Naja, also gibt es viel. Aber
unsere Zuhörer sind natürlich in erster Linie an dem Horus Heresy Content interessiert. Als solches. Nicht so. Wenn sie natürlich so alte Säcke sind wie wir, dann. Da kann ich schon noch was berichten. Und zwar habe ich für Legion Imperialis ein bisschen Sachen angemalt. Ich habe schon wieder voll. Okay, ich habe mir gedacht, cool, schon von Anfang weg, okay, ich mache Raven Guard. Jetzt sind die halt von den Regeln schon wieder total OP. Jetzt mache ich halt nur ein bisschen Raven Guard und das andere Zeug, was ich habe, weiß ich noch nicht genau, ob ich die dann mit Blood Angels oder mit Imperial Fists zusammenlaufen lasse. Es ist ja jetzt nicht so ein Problem, weil du kannst ja pro Detachment dann immer eine andere Legion wählen. Also dann wird es ein bisschen bunter, ist per se auch nicht verkehrt. Was mich aber dazu bringt, wir sollten eigentlich, bevor wir unser Event machen, zumindest mal noch ein entspanntes Gefecht mit Raumschiffen machen. Weil ansonsten, wenn denn jemand seine Modelle rausfischt und Battlefleet spielen möchte und ich habe keinen Plan mehr und ich bei dir ist das letzte. Achso, du hast noch Plan. Okay, ja, dann kann man es vielleicht trotzdem. Das geht schon. Also ich meine, jetzt irgendwelche Feinheiten müsste ich dann auch nachgucken, aber im Prinzip geht das. Ich habe ja ab und zu gespielt, immer wieder zwischendrin. Man müsste halt schauen, wenn der Christoph kommt, dann bin ich mir sicher. Er hat sich halt bis jetzt noch nicht angemeldet, weil er seinen Dienstplan noch nicht weiß. Ja. Aber irgendwie, wenn der kommt, dann haben wir das Problem sowieso nicht. Weil der, ja, ist richtig, aber der soll ja auch das spielen können. Der wird dann eh die meiste Zeit wahrscheinlich, wenn er irgendwen hat, lieber Battlefleet Gothic spielen. Ja, wenn er jemand hat, genau. Also insofern. Ja. Ja. Nee, cool. Nee, prima. Also dann kommen wir mal zu unseren Eindrücken als solches. Dann machen wir hier ein kurzes Verschnaufpäuschen. Okay. So, da sind wir wieder. Son Martalis. Genau, jetzt unsere haben wir Erfahrungen. 3-4 Spielchen haben wir gemacht. So schaut's aus. Solches. Ja. Wobei wir gestartet sind, glaube ich, mit 2000 Punkten oder sowas. Und. Nee. Könnte sein, dass wir einmal 2000, zweimal 1500 gespielt haben. Nee, ich glaube, wir haben 1500 gespielt und dann 1250. Und jetzt 1250 für unser Event. Genau. Ja. Als solches. Also wir haben jetzt eigentlich festgestellt, dass für 1500 Punkte sind 4 Fuß auf 4 Fuß okay, aber die Action ist schneller am Mann, wenn du nur 3 Fuß auf 3 Fuß, also etwas kleiner als es im Regelwerk vorgesehen ist, dich darauf konzentrierst. Ja, das war ja in der letzten Edition eigentlich auch schon so. Ja. Dass das besser. Also bei dem großen Tisch hat man teilweise das Problem, dass halt irgendwelche Leute, vor allem wenn sie dann ein bisschen später hereinkommen, unter Umständen halt nicht mehr teilnehmen, weil es zu weit weg ist oder so. Ja. Bringt uns eigentlich auch ein bisschen dazu. Es sind ja ein Schwung, und jetzt sag 6 unterschiedliche Missionen vorgesehen, nachdem. Genau. Also das System ist ja relativ nah an diesem White Dwarf. Vom letzten Jahr, also beziehungsweise vom vorletzten Jahr. Wir sind jetzt haben wir schon 24. Hilft nichts. Von den Eckdaten her, und das ist ja so eine Art Staggered Deployment. Du hast einen Schwung Punkte zur Verfügung und je nachdem, um anfänglich oder später aufzustellen, eine Standardeinheit kostet dich nur einen Punkt. Elite, glaube ich, 2. Also ist es Heavy 3 oder wie auch immer. Auch nicht immer gleich, ja. Es hängt von den Missionen ab. Und teilweise gibt es Angreifer und Verteidiger, aber es macht schon Sinn, zumindest am Anfang, wenn man jetzt nicht einen bestimmten Plan hat und irgendwie rein teleportieren kann, dass man zumindest ein paar Truppen schon aufstellen kann, weil viele von den Missionen jede Runde Punkte vergeben, Missionsziele zu halten. Sowas. Ja, also was mir aufgefallen ist, was in der Regel teuer ist aufzustellen, ist halt HQ. Genau. Mit zum Beispiel 4 Punkten von deinem Punktepool, den du da hast. Und deswegen muss man sich genau überlegen, wie viel HQ man denn mitnehmen möchte. Wobei weil man es unter Umständen Gefolge gar nicht aufs Spiel ist dann bekommt. Ist schon wieder bei diesen 4 Punkten da dabei. Das ist dabei, ja. Aber dann ist eigentlich die Überlegung, ob man gegebenenfalls sagt, bei 1250 Punkten, dass man ein relativ günstiges HQ nimmt, vielleicht so ein
Delegatus, um zum Beispiel gegebenenfalls Right of War eine Right of War zu haben und die auch gerne erst in der dritten Runde kommen zu lassen, weil die ja im Normalfall nicht punktend ist, wenn sie allein auftaucht und auch jetzt nicht so viel Kampfwert bringt, aber halt die Möglichkeiten offeriert oder aber halt einen Schwung an Punkten investiert und die halt zum Zeitpunkt X, wo es einem am besten passt, reinkommen zu lassen. Ja, und man hat also unter Umständen das Problem, dass man die Sachen nicht so reinbekommt, wie man sich das vielleicht gerne hätte, weil sie halt zu viele Aufstellungspunkte oder Deployment-Punkte kosten. Andererseits ist es auch durchaus sinnvoll, nicht zu wenig Einheiten zu haben, einfach deswegen, weil es halt auch etliche Missionen gibt, in denen man Missionsziele halten muss. Ja. Und das kann das dann ein bisschen schwierig machen. Also das haben wir zum Beispiel festgestellt, du hast, glaube ich, jetzt mehrfach mit den Imperial Fists gespielt. Mhm. Also macht Spaß, gegen die zu spielen, weil es eine sehr schön bemalte Armee ist. Und die ist auch durchaus hart und variantenreich, wobei du hast sie relativ Terminatorenlastig gespielt. Ja, ja. Aber es war schon so, dass es häufig dann darauf hinauslief, schaffst du eine Auslöschung meiner jeweils dagegenlaufenden Einheiten oder scheiterst du einfach daran, weil du nicht genügend Punkte gemacht hast, weil ich einfach vergleichsweise günstiges Kropfzeug habe. Genau, ja. Als richtig. Also es spielt sich schon sehr anders als normales Heresy. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen, gehe da d'accord, das ist eigentlich schon fast ein eigenes Spiel. Ja. Ich sehe das auch so. Weil man halt völlig andere Armeelisten bauen muss, also zumindest wenn man irgendwie was reißen will. Ja. Und weil man halt auch taktisch und oder strategisch einfach völlig anders denken muss. Und was natürlich auch ein Punkt ist, die Reactions, die jetzt ja eine der großen Elemente von Horus Heresy 2 im Vergleich zur ersten Edition sind. Die sind relativ puristisch, was Somortales anbelangt, weil du hast eine Reaktion für den Bewegung, eine fürs Schießen, eine für Close Combat. Mhm. Und du hast jetzt nicht die Möglichkeit, dann über deinen eigenen Warlord oder deine Legion besondere Reactions zu haben. Und alle von den Reactions machen durchaus Sinn, sind aber jetzt nicht so, dass die einzelne Reaktion das Spiel komplett kippen würde. Also in der Regel eigentlich nicht. Richtig, ja. Ja, was mir noch aufgefallen war, so unterm Spiel ist, dass ich vermute, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass in Son Mortalis Apothekarii und vor allem aber auch Tech Marines halt nochmal eine ganz andere Rolle haben. Und zwar die Apothekarii jetzt nicht zwangsweise wegen ihrem Feel No Pain, sondern einfach, weil sie halt nochmal eine andere Waffenoption geben und nochmal eine Artificer Armor. Das Gleiche würde auf den Tech Marine ja im Prinzip auch zutreffen. Ja. Das heißt, ich habe dann tatsächlich, also gerade beim Tech Marine eben, denke ich, nochmal eine Option, eine Einheit zusätzlichen Wumms zu geben, ohne dass ich das Problem habe, darüber nachdenken zu müssen, ob ich die jetzt aufs Spielfeld bekomme oder nicht. Ja. Tech Marine halt mit Servoarm und ne, den kannst du ja total aufpumpen, wenn du willst. Da wird halt natürlich auch teuer wie ein Konsul dann irgendwann mal, aber den kann man schon ziemlich gut machen. Und ich hatte mir jetzt mal eine Liste überlegt, die kann ich aber nicht spielen, weil ich die Modelle noch nicht alle habe, wo ich also sage, okay, ich stelle jetzt halt einfach drei Tacticals auf, zehn Mann und hau halt jeweils ein Apo und einen Tech Marine dazu. Ich glaube, das, also so wie wir es jetzt zumindest immer gespielt haben, denke ich, wäre das durchaus eine gar nicht so schlechte Option. Weil du halt, egal was passiert im Nahkampf, dann immer doch mehr austeilen kannst, als halt, was weiß ich, dein Recon-Trupp oder
irgendein anderer Trupp, der halt nur einen angeschlossenen Sergeant hat oder so. Auf alle Fälle, wobei jetzt der Tactical Trupp mit diesen zwei Upgrades natürlich gegen einen dedizierten Nahkampftrupp trotzdem ein Problem hat, aber du hast natürlich insofern recht, als dass du, wenn du dir schön die Regeln anschaust, mit der Möglichkeit der Wundverteilung in der Tat ganz bewusst schauen kannst, okay, welche Wunden nimmst du jetzt gegebenenfalls auf den Tech Marine, respektive den Apothekarius mit ihrem doch besseren Armor Save. Also da kannst du schon einiges an Schaden mehr einstecken. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Also, man, halt mal ausprobieren. Man lernt im Endeffekt mit jedem Gefecht ein bisschen mehr dazu. Ja. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr verzettelt, weil natürlich das Missionen erfüllen dann doch eine Rolle spielt. Wobei, da muss ich jetzt auch noch einfügen, es gibt natürlich auch in dem Bereich viel von diesen, wenn ich jetzt sage, legendären Gefechten, haben wir jetzt noch nicht gemacht. Nee. Aber das macht natürlich auch aus ja, einfach Fluffgründen Spaß, wenn man jetzt zufälligerweise die Kombination von Legionen, die, keine Ahnung, beim Gefecht von XY gegeneinander gespielt hat, macht es durchaus Spaß, wenn man jetzt das darstellen kann. Und da sind natürlich jetzt so Feinschliff-Elemente von untergeordneter Bedeutung. Aber okay, lass uns doch einfach beim nächsten Gelegenheit das mal austesten. Ja, ich muss die halt noch zusammenbauen und anmalen. Ich habe, glaube ich, nur einen Tech Marine Apothekari, sind jetzt nicht das Problem. Aber also das große Problem, das wir natürlich dann haben könnten, ist, wenn wir bei unserem Event dann Leute haben, die sie auch mal so Mortalis austesten möchten und wir sind mit so fein geschliffenen Listen am Start und die möchten halt mal ihr Ding ausprobieren und sehen kein Land, dann haben sie auch keinen Spaß. Naja, also ich kann mich erinnern, das ist aber schon ein paar Jährchen her, nach der ersten Edition, da habe ich halt meistens so Mortalis gespielt, damit es schnell geht, damit ich Paarungen machen kann und so weiter. Und da habe ich im Normalfall meine Black Shields genommen und die haben nicht viel gekonnt, aber sie waren halt recht tough. Ja, genau, die haben viel ausgehalten. Wenn natürlich die falsche Legion auf die getroffen ist dann, und dann noch irgendwie irgendeinen Fehler hatte oder irgendwie in einer Runde schlecht gewürfelt hat, dann war es halt blöd. Also, naja, ja. Aber wir werden sehen. Also da geht auf alle Fälle noch viel. Ja, also mir hat's bisher recht viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ein weiterer Vorteil ist halt, dass die Spiele halt auch einfach mal deutlich schneller gehen. Das ist so für unter der Woche am Abend oder wir haben uns jetzt immer montags getroffen, ist das eigentlich ganz cool, wenn man halt dann nicht bis nachts um eins spielt, sondern halt dann irgendwie mal um 11 schon wieder fertig ist und dann vielleicht noch ein bisschen quatschen kann oder so. Ja. Was ich auch nicht schlecht fand, war die Tatsache, dass du einerseits durchaus mal im Gegensatz zu früher einen größeren Cybot auf dem Spielfeld hattest, also zum Beispiel den Leviathan. Mhm. Auf der anderen Seite wiederum, du in der Regel mit der neuen Restriktion von GW ist halt auch nur einer ist. Ja, also ich finde wenn das du jetzt mega gut. Mit dreien auf dem Spielfeld, das ist so eine ein Wall, durch den du dich irgendwie durchkämpfen möchtest und zum Scheitern verurteilt bist, außer du nimmst genau das Gleiche wieder. Und einer, der ist okay, der bringt das Spiel Gleichgewicht nicht auseinander. Also es hat eigentlich ganz gut funktioniert bei unseren Gefechten bisher. Ja. Es fällt mir jetzt gerade ein, den Kortus, den gibt es nicht mehr, gell? Nein, da bin ich halt nicht, froh drum. Was hat dich an dem so gestört? Die höhere Initiative, die war einfach zu gut. Das kann man so schlichtweg sagen. Finde ich gut so. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, weil ich ihn eh nicht genommen hätte. Aber Und was natürlich auch immer dann noch ein Problem ist, was sich bei den größeren Dreadnoughts dann zeitigt, ist, dass du halt unter Umständen nicht überall durchkommst mit der Riesenbase. Oh ja. Also was mir aufgefallen ist, oder was ich hatte den Eindruck bei unserem letzten Spiel auch, die Graviton ist auch echt ganz schön gut in so einem Mortalis. Ja. Nicht, weil es jetzt irgendwie großartig Schaden macht. Nee, oder so, aber also weil er die Infantry Leute einfach aufhält.
Aber die bleiben halt dann unter Umständen noch mal eine Weile stehen und wenn sie sich dann bewegen müssen, kann halt auch was passieren. Und das fand ich ganz gut. Ich hatte, glaube ich, war das in unserem letzten Spiel, habe ich so einen Ja. Rapier mit einer Graviton-Cannon Ja. gehabt. Der hat dich streckenweise ganz schön festgenagelt. Und dann teilweise auch mal mit zwei Einheiten, die sich dann nicht mehr bewegen konnten, so richtig. Das war Ja, schon die ganz sich halt, gut. sagen wir mal, nicht bewegen wollten, Ja, weil also es wir auch, ja, mit genau. Risiko verbunden Ja, war. ja, ja. Aber das war auch so ein bisschen der Timer, je nachdem. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe. Wir haben natürlich auch immer den Faktor, dass wir uns sagen, ja, okay, je nachdem, wie lange es dauern soll. Aber da wusste ich, dass ich rein, was die Missionsziele anbelangt, immer vorne war. Ja. Und dementsprechend wirst du dann risikoaverser. Aber auf alle Fälle eine gute Option. Vor allem, die hat auch eine akzeptable Reichweite Ja. und hält ja auch ein bisschen was aus. Ich meine, auf einem offenen Schlachtfeld muss man sich überlegen, okay, so eine Breitseite von 10 Last Cannons oder sowas, da tun sich die schon hart. Also Ja, wenn du jetzt nur eine klar. einzelne hast und wenn es zwei sind, dann wird eine weggeschossen, auch weil die Reichweite nur, ich glaube, 36 Zoll sind. Aber auf einem so brutales Gelände, das ist dann durchaus aushaltbar. Und also was wir vielleicht auch erwähnen sollten, ist, was die Aufstellung anbelangt. Also wenn man halt dann in der dritten Runde noch ein paar Aufstellungspunkte hat und dann kann man halt mit seiner vorletzten Einheit reinkommen, ist, wenn man ein bisschen mehr zahlt, dann kann man eben über die Flanke oder gegebenenfalls auch von der rückwärtigen Seite des Gegners kommen. Also da ist noch ein Genau. zusätzliches taktisches Ja. Element, dass man als Spieler und auch als Antagonist einfach noch im Hinterkopf haben muss. Also Ja, das da kann man gibt sich noch eine überlegen, bringe ich weitere jetzt Ebene. zwei Einheiten quasi von meiner Spielfeldseite aus rein oder theoretisch sogar vier, ja, je nachdem. Oder halt eine, die dann beim Gegner im Rücken reinkommt. Ja, also, Entschuldigung, mir hat's jetzt echt immer viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das heißt, also, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, können wir echt nur versuchen, dazu zu animieren, weil es echt Gegebenenfalls eine gute einfach auf Sache ist. unserem Event. Ja, Also, genau, machen wir nochmal Werbung. nee, also das muss man schon sagen. Ich finde, Somortalis ist nicht unbedingt der einfache Weg zu Horus Heresy, aber der schnelle Weg, was die erstens das Army Building anbelangt, weil man halt mit vergleichsweise wenigen Modellen reinkommt und es ist, wenn man mit Freunden spielen möchte, und das ist bei uns natürlich, wenn du Schwierig, beruflich weil wir engagiert kennen uns bist, eigentlich gar nicht. Wir sind auch nicht naja, befreundet. nee. Naja, aber sag mal so, dass man sagt, okay, man trifft sich am Wochenende und schnitzt sich irgendwie 7 Stunden Zeit raus oder was, das kommt einfach nicht vor. Aber wenn man weiß, an einem Selten, Abend, man ja. hat 3,5 Stunden Zeit, dann, okay, wir haben jetzt aber ein paar sehr, sehr angenehme offene Feldschlachten gemacht. Also das muss man Ja, auch das sagen, war ja, das ging. genau. Aber Ja. muss man halt dann schon mit 3,5 Stunden realistisch gesehen rechnen. Und Somortalis ist man mit 2 Stunden eigentlich ganz gut dabei. Ja, wir wurden auch immer schneller, muss man auch noch dazu Wenn man halt sagen. nicht alles nachschauen muss Ja. als solches. Also da kann man dann auch ganz bewusst sagen, okay, ich glaube beim ersten Mal sind wir noch so ein bisschen die Sonderregeln für schwieriges Gelände oder sowas durchgegangen und dann ging es eigentlich in erster Linie darum, was möchte die Mission an Sonderregeln von einem. Und Ich würde mir ja von GW wünschen, dass die, also so wie bei dieser letzten Battlegroup Box, die da rausgebracht haben, ne? Mit diesen 30 Naja. Mark 3 Marines und dem Dreadnought und dem Land Raider, ist gut für Feldschlachten, ohne Frage, ist für so ein Mortales halt nur so mäßig geeignet. Ich fände es schön, wenn sie die nächste Battlegroup hieß es, glaube ich, na wurscht, jeder weiß, was ich meine. Wenn man die vom GW her so konstruieren würde, dass man da einfach direkt so ein Mortalis damit spielen kann. Dass die halt, was weiß ich, halt dann eher einen Contemptor dazu packen ja, ich weiß auch nicht, vielleicht lieber noch ein paar andere Specials. Vielleicht ein paar Breacher? Ja, zum Beispiel. Also das fände ich ganz schick. Schauen wir mal, was sie machen werden. Da wären wir jetzt schon noch beim nächsten Punkt.
Ich weiß gar nicht, ob wir den vorher angekündigt hatten, aber wir wollten ja noch kurz uns anschauen, was denn in letzter Zeit so für neue Modelle rausgekommen sind, quasi, Haben oder? wir ganz Also, ehrlich nicht angekündigt, ja, habe ich nee, haben jetzt wir nicht am heutigen angekündigt, Tag noch nicht gehört. ne? Ach so, gar nicht. Ach so, ich dachte, wir hätten das vorhin mal kurz angedacht. Aber können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden? Es sind ja etliche so Resin-Modelle rausgekommen, neue Apothekarii, jetzt hier ein Siegebreaker und so. Ich bin immer so. Mal bin ich begeistert, mal bin ich nicht begeistert. Die Apothekari zum Beispiel, die haben mir recht gut gefallen. Mir ist es immer noch ein bisschen zu Mark 6-lastig. Das liegt aber halt einfach daran, dass ich das ein bisschen altmodischer sehe als andere. Jetzt mit dem Siegebreaker, da ist ja jetzt auch schon drüber geredet worden, dass dann, ich weiß nicht, mit dem Touchpad, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber ich finde den eigentlich ein ganz nettes Modell. Und ich finde auch den E-Hammer, den er dabei hat, ganz cool. Ja, Und und wenn der jetzt sonstige. irgendwie so aussieht wie irgendwie Age of Sigma, was auch immer, das ist mir doch so Ist Schnurz. mir auch wurscht. Also. Aber nee, das muss ja nur so stimmig sein. Ich finde, es schaut ganz cool aus. Ja, mit dieser Battle Group Box, also die Mark III Marines gefallen mir eigentlich total gut. Ich finde bloß die Helme absolut fürchterlich. Aber das ist halt wieder Geschmackssache. Ich hatte noch Da habe genügend ich, alte genau, Helme also da oder. ist halt, ich habe halt auch noch bergeweise von den alten und die waren ja auf den alten Marines eh schon so groß. Aber ich habe jetzt eh noch keine gebaut. Ich habe immer noch hier jetzt so diese 20 fast fertigen Inductii für die Imperial Fists. Und da hatte ich eigentlich vor, die für unser Event fertig zu machen. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Also ich Es habe sei denn, 20. ich kann mich entgoboisieren, irgendwie Ich habe mental. 20 neue Mark III gebaut. Keinen davon mit Originalhelm. Und jetzt momentan habe ich gebaut. Jetzt bin ich am Bemalen von 10 Space Wolves. Aber da war ich die ganze Zeit jetzt dann doch am Fahrzeuge für Necromunda bemalen und rumfuhrwerken. Also ich habe die dann vor 2 oder 3 Wochen dann wieder auf einem kleinen Tray in den Keller gestellt, um sie dann für unser Event fertigzustellen. Aber es kommt jetzt darauf an, ob meine Truppen eher auf der Verräter- oder auf der Loyalistenseite spielen sollen. Wobei jetzt momentan sieht es nach Loyalisten aus. Das erste Mal, dass ich auf irgendeinem unserer Events mal Loyalisten spiele. Ansonsten würden es natürlich Emperor's Children sein, denn dann würde ich mir einfach einen Fahrer organisieren und dann ganz brav eben jeweils vor dem ersten Gefecht mit meinem Gegenüber ein kleines Gelage, um auf den kommenden Sieg der Emperor's Children zu trinken. Ach so, Und wenn es auch verstehe. dann, wenn es total daneben geht und ich unter Platin muss, Das ist es dann wurscht, aber halt einfach war nur es dann vom wert. Style her. Ja, Ja, okay, das muss sein. verstehe. Ja, vielleicht noch eine Sänfte oder so. Palanquin Nein, sagen die das, auch. das muss gar nicht sein. Das muss gar nicht sein. Aber halt so irgendwie so entspannten, ich will noch nicht mal sagen, es muss auch gar kein Met sein oder dergleichen. Halt einfach, keine Ahnung, einen leckeren trockenen Weißwein oder. Da geht es mir jetzt auch gar nicht um Alkohol. Einfach gelagemäßig der Realität nichts ins Auge zu schauen, sondern sein Wunschbild der Realität über die Realität packen und dann diesen Moment festhalten und dann wischt das Ganze weg, weil jeder Plan übersteht nur den ersten Kontakt mit dem Gegner und bricht sowieso alles zusammen. Aber das ist wurscht. Und Ja, wobei ich das ist sagen so ein muss, Ding bei den Emperor's In der Children, ne? zweiten Edition, ich finde die Emperor's Children nicht schlecht. Das Also ist auch in nicht schlecht. Solnotalis. Also Ja. auch die Tatsache, wenn du es denn zum Charge schaffst und du hast halt deine irgendwie Jungs mit Klauen oder mit Thunderhammern und dergleichen und die schlagen halt dann jeweils vor ihren Gegnern zu. Das ist einiges wert. Ja, ich finde auch, da braucht man nicht meckern. Die Ja, haben es schon ne? nicht so schlecht erwischt. Ja. Was mir jetzt noch einfällt, ist, was jetzt noch herausgekommen war vor Weihnachten, war das Assault Squad Mark 6. Die gefallen mir auch total gut, muss ich ehrlich sagen. Das haben die schön gemacht hier mit diesen dickeren Brustpanzern an den Backpacks dranhängen und auch die Posen und so. Ich habe sie mir bloß noch nicht bestellt, weil ich erst mal gedacht habe, jetzt mache ich mal die Inductii fertig und dann habe ich eh noch 15
Mark III Assault Marines irgendwie rumliegen mit den alten Chaos Raptor Jump Packs. Die müssen noch fertig zusammengebaut und bemalt werden. Und wenn das dann fertig ist, dann ist eh schon wieder nächstes Jahr. Ja. Ich habe momentan meinen Handle mit Wayland, weil die mir bei Echt? einer, ja, die haben mir bei einer Lieferung, mein Fehler, ganz klar, da hatte ich nicht berücksichtigt, dass bei Wayland als Lieferadresse noch den früheren Sitz meines Arbeitgebers hatte, weil ich Ja, halt da einfach ja, immer tagsüber war und ja, dann Lieferungen nicht ja klar, entgegennehmen ja. konnte. Und da steht jetzt dann eine sozusagen verfallende Villa, weil wir schon vor anderthalb Ja. Jahren umgezogen sind. Da ist keiner Und ich eingezogen, hatte oder was? über, nee, die wollten abreißen und jetzt Also. ist ihnen aber das Geld fürs Abreißen ausgegangen und Okay, und das in oder für den München. Neubau. Naja, Bauzinsen, es geht alles nach oben und jetzt, naja, jetzt warten die halt noch 3, 4 Jahre. Naja, und dann gegenüber, was ich, DHL, British, keine Ahnung was, konnte ich das dann nicht mehr umswitchen. Dann ging das also zurück. Naja, und dann hörte ich nichts mehr. Dann habe ich ja dann schon mich bei Wayland gemeldet und mal irgendwie so Ja. ein Query geschrieben, nach dem Motto, wie sieht es denn aus? An neue Adresse. Ja. Schickt es doch mit meiner aktuellen, heute ausgehenden Bestellung Ja. mit Ja. als solches. Es kam aber dann nur die neue Bestellung, nicht die alte. Und es hat mir dann irgendeine Damsel vom Customer Service geantwortet, ja, Sie haben das auch gesehen und so weiter. Sie müssen jetzt nochmal evaluieren, wo das ist. Aber ich meine, wir sprechen jetzt von der Lieferung vom August oder September. Oh, Das ist jetzt auch schon okay. ein paar Monate her. Ja, da ist schon ein bisschen Wasser den Und Lech ich habe heruntergeflossen. seitdem, gebe ich zu, das habe ich beim letzten Mal, beim letzten Mal habe ich halt dann die, keine Ahnung, 8 € mehr ausgegeben, über Kotami zu bestellen. Das ist immerhin ein deutscher Webshop. Weil bevor ich da jetzt meine Lieferung, und das waren jetzt noch nicht mal Boris Heresy-Modelle, sondern so Jeans-Dealer, Ah, okay. Kult, so eine Ja, Battlebox, das sind aber auch irgendwie 125 € oder sowas. Also dann 90 Euro über ja. Wayland. Aber die hätte ich jetzt ganz gerne, bevor ich bei Wayland wieder bestelle. Also das ist jetzt. Was ich generell irgendwie so ein bisschen nicht check, ist, was da bei Games Workshop los ist. Es ist ja immer alles sofort ausverkauft und dann nichts mehr lieferbar. Ist das hier wegen Im der Webshop Houthi nicht oder? erhältlich. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt, es war irgendwie ein Drama, ich habe irgendwie versucht, zwei Schachteln Squeaks und eine Schachtel Squeak Hopper zu bekommen. Es war eine Odyssee, also ich habe sie schon gekriegt, aber es war wirklich irre. Na, wir haben ja Und jetzt noch. das Legions Imperialis, da gibt es ja überhaupt nichts zum Kaufen. Also da werden ja die Leute quasi zum Drucken gezwungen, wenn sie spielen wollen. Ja, du bist ja ein alter Marine, Angehöriger als solches. Das hat ja die Soldat, Bundeswehr ja. eine Korvette oder was auch immer ins Rote Meer Die geschickt. Fregatte Eine Hessen. Fregatte, okay. Ja. Immerhin. Nee, spannend. Wobei die ja angeblich sozusagen ihr rein für die Defensive und zum Schutz des Schiffverkehrs. Ich glaube, die Hessen. Ja. Ich will jetzt nicht mich irgendwer schimpft. Nee, finde ich Ja, aber jetzt, aber wir wollen jetzt gar nicht politisch nee. werden, aber finde ich jetzt eine durchaus sinnvolle Entscheidung. Gut, ich sehe jetzt da nicht unbedingt den Bündnisfall eingetreten, aber Nee. aus rein wirtschaftlicher Sicht und wirtschaftlicher Damit Sicht wir und Bundeswehr. mehr Games Workshop Sachen kaufen Ja, können. genau. Ich finde es also eigentlich Ich bin essentielle. da ganz bei dir. Das lohnt sich schon, dass Ja. sie da ihr Leben aufs Spiel setzen für uns. Ja, Ich meine, genau. eigentlich sollten wir jetzt noch mehr kontroverse Themen angehen als solches Konflikt. und dann unsere Zuhörerschaft von 82 auf 104 zu erhöhen Ach so, als so siehst du solches. das. Ja, Ja. aber ich äußere mich gar nicht mehr politisch zu irgendwas mittlerweile. Egal, was du sagst, du machst alles Früher falsch. haben wir ja Werbung gemacht auf unterschiedlichen Foren. Und da habe ich mir dann schon auch. Und das war auch gut gemeint, muss ich sagen. Ich weiß nicht, auf welchem Forum das war. Da hat dann der Moderator schon, ob unseres Namens mit Galaktischer Beobachter, hat er schon irgendwie eine politische Ecke gesehen. Und jetzt ist es natürlich insofern schon politisch, weil das Imperium des 40k-Zeitalters ist natürlich so eine theokratische Diktatur, die
nach objektiven Gesichtspunkten mit heutiger politischer Wertung nicht ganz unproblematisch ist. Mhm. Aber uns irgendeine Rechtstendenz zu unterstellen. Ja, das wird hart, wenn man uns dann kennt. Das wird schwierig. Aber ich habe das ganz neutral und habe gesagt, nee, also das ist eher auf den Observer als solches bezogen, was natürlich auch nicht korrekt war, aber... Du, es gibt tatsächlich noch Zeitungen in Deutschland, die Beobachter heißen. Ich habe das mal recherchiert. Also es gibt tatsächlich noch welche und da hat sich auch keiner dran Anstoß genommen, vermute ich. Aber wir sind ja hier in der Nähe von Augsburg, wo das Hotel Drei Mohren um... Ja, jetzt hör mal auf. Also ja, jetzt, okay. Also das brauchen wir jetzt nicht hier breittreten. Aber jedenfalls, ja, mit dem Beobachter. Ich glaube, das Problem ist die Münchner Fraktur, also die Schriftart, weil irgendwelche dummen Menschen, die immer mit Nazis in Verbindung bringen. Ja, wobei die eben im Dritten Reich verboten wurden. Der Goebbels hat sie verbieten lassen. Muss man natürlich dazu sagen. Als solches, nur noch Antiqua und sowas gehabt und ohne Serifen. Aber das muss man halt wissen, das weiß man nur als historisch. Also, da komme ich jetzt zum dritten Mal, zum zweiten Mal zurück, drittes Mal erwähne und so weiter. Wenn ihr uns per se nur als dumme Stimmen kennt, aber mal Lust habt, die Scheuschädel als solches hinter dem Gesabbel zu kennen, kommt auf unser Event, wie gesagt, im April. Schaut auf den Reif. Philipp macht genau. Werbung und Werbung. Naja, ja, genau. Ja, also aber tatsächlich freuen wir uns über jedes neue Gesicht. Bisher sind es hauptsächlich alte Gesichter. Aber Chapeau, diesmal haben sich tatsächlich auch ein paar Salzburger angemeldet, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil das hat man ja bei den letzten Events zumindest schon mal so angedacht. Und ich hatte da auch mal mit irgendwem geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das einer von denen ist, die sich da angemeldet haben. Aber da freue ich mich wirklich sehr, dass wir quasi da Besuch aus Österreich bekommen. Falls von den Schweizern wer zuhört aus Basel, auch über euch würde man uns sehr freuen. Und falls die Stuttgarter Spielkollegen... Auch zum Beispiel nur so ein Mortales, weil recht wenige Reaktionen. Falls gerne. Falls von den Stuttgarter Kollegen noch ein paar am Start sind, würde man uns auch sehr freuen, euch mal wiederzusehen. Ja, aber jetzt reicht es mit Event-Werbung. Also das war jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Das dritte. Okay, dann geht's ja noch. Ich habe mitgezählt. Naja. Trotz nicht alkoholischem Weinkonsum. Ja, genau. Total gelogen. Der hat aber moderate. Das ist ein Riesling. Ja, 13 Umdrehungen hat er. Ja, das ist total verrückt. Ich habe da letztes Jahr mich in Italien schon mit Leuten drüber unterhalten, dass durch das etwas wärmere Wetter, Klima, sucht es euch aus, die Weine immer stärker werden, weil immer mehr Zucker ausbilden. Und ich habe jetzt, ein Petit Manseng, das ist also eine südfranzösische Rebe mit ganz kleinen Beeren, deswegen Petit. Und die haben einen sehr hohen Zuckergehalt und das sind halt jetzt so Weißweine, die mal 14,5-15%. Das ist halt wie früher ein starker Rotwein vor 20 Jahren. Die kannst du auch nicht mehr so eiskalt trinken, weil das schmeckt nicht. Das ist die vergleichbare Problematik. Ich mag zum Beispiel so Starkbier oder sowas, das ist total süffig. Ja. Aber du musst wirklich aufpassen, weil das, was du sonst gewohnt bist, und ich meine, also ich vertrage immer weniger im Laufe der Jahre, weil ich es nicht mehr so gewohnt bin. Aber dann denkst du, irgendwie. Wir sprechen natürlich jetzt von Maß, nicht so sehr von halben, aber nach zwei Maß denkst du, ja, das ist easy. Da kannst du dann noch schon zur Trambahn wanken und dann denkst du, Nee, ja. Naja. Also ich habe, ich muss mir jetzt überlegen, ob ich dann, also wenn wir das Filmchen dann hochladen auf dem YouTube, müssen wir definitiv sagen, es ist nicht explizit für Kinder. In diesem Sinne, habt ihr euch unser Gequatsche am Schluss auch noch angehört. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und werden euch in diesmal wieder absehbarer Zeit ein Update schicken. Genau. In diesem bleibt Sinne. Creme. Und bleibt sauber.